Yes, so Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Ich bin's, Baschkicks, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn dieses Video ist ausschließlich für die ganzen Jordan-Liebhaber da draußen. Ihr habt richtig gehört, bis Ende des Jahres und in der Holiday-Season kommen noch einige Kracher Jordans raus. Was das für welche sind und an welchen Tagen die erscheinen, erfahrt ihr wie immer, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ich würde sagen, let's go! Tja Leute, wir fangen auch direkt an mit einem 4er Jordan. Ich weiß, ausgelutscht sind 4er, aber trotzdem gibt es nochmal zum Ende des Monats hin ein Air Jordan 4. Und zwar den Air Jordan 4 Women's Exclusive Orchid. Leute, das ist dieser, der in einem komplett pinkfarbenen Ton geliefert wird. Absolut nicht mein Farbton, denn das ist mir definitiv zu feminin. Also gerne mal an der Stelle auch mal in die Kommentare, ob einer von euch jetzt also so von meiner Mans Community sich diesen Sneaker eintüten wird. Dieser Sneaker soll am 26. kommen, ist bis dato noch nicht auf der Sneakers-App gelistet, wird, denke ich, aber noch demnächst erscheinen. Am 2. November geht es dann weiter mit einem Air Jordan 14 und zwar den Black Toe. 210 Euro kostet der Spaß und ich muss euch sagen, bei dem bin ich komplett raus, denn bei mir geht die Jordan-Saga eigentlich nur bis 11. Gerne in die Kommentare, bis wo bei euch die Jordan-Reihe geht. Deswegen hier dann auch nochmal die Möglichkeit für 210 Euro am 2. November den Air Jordan 14 Black Toe einzutüten. Und dann kommt ein Jordan, auf den wir wirklich das ganze Jahr über gewartet haben, der auch bis vor kurzem noch in meinem Besitz war, der aber meine Sammlung verlassen hat, weil ich denke mal, das war auch so ein richtiger Zeitpunkt, wo ich den verkauft habe. Der Air Jordan 4, also aus dem sogenannten 4-Pack, kommt raus und zwar am 9. November für 210 Euro. Und ich kann euch auch gleich an der Stelle sagen, das wird definitiv ein Air Jordan 4, der sehr gehypt ist, sehr schwer zu bekommen sein wird, denn die Stockzahl ist nicht allzu hoch, aber da wird es dennoch nochmal ein ganzes ausführliches How-to-Cop-Video meinerseits nochmal geben. Der Sneaker kann sich sehen lassen, sieht total cool aus mit seinem Grey grau gehalten. Ich kann euch auch noch mal hier ein paar Bilder einblenden, wo ich den schon mal anhatte hier für ein Short und so. Wie gesagt, ist nicht mehr in meinem Besitz. Weg damit. War ein geiler Sneaker, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich denke mal, das Ganze wird jetzt so preislich noch mal abflachen, weil ja, ein Restock von dem ganzen Sneaker ist, wie das halt dann immer so ist. Alles, was exclusive ist und dann noch mal gerestockt wird, verfällt an Wert und deswegen denke ich mal, ich habe an der Stelle alles richtig gemacht und habe mich von diesen paar zeitgemäß getrennt. Am 11. geht es dann auch direkt weiter mit einem Air Jordan 11, also einer meiner Lieblingsserie von den ganzen Jordans und zwar kommt der Bread Velvet raus. Also das ist eigentlich, sind die 11er Jordans immer dafür bekannt, dass die so um den ganzen Schuh komplett Lack haben und in diesem Fall ist es halt so Velour, der da dann ganz komplett einmal rumgeht. Also für mich, sage ich mal so, ist es so umstritten. Also wenn ich jetzt einen coolen Colorway hätte, dann würde ich den bestimmt eintüten. Das ist aber jetzt hier ein Women's Exclusive. Ich werde nicht auf diesen Sneaker gehen, aber da es so der Bread ist und auf jeden Fall cool aussieht und das Ganze dann nochmal so als Hidden Feature, sage ich mal, noch komplett mit Velour überzogen ist, ist es ganz nice und bei Frauen würde der eigentlich auch bestimmt cool kommen. Deswegen am 11. November für 210 Euro auch die Möglichkeit, sich den Air Jordan 11 Bread Velvet einzutüten. Und dann kann ich euch sagen, wird es richtig, richtig, richtig wild, denn der jetzt schon, glaube ich, zweimal verschobene Jumpman Jack von Travis Scott soll doch tatsächlich am 13. November endlich gedroppt werden. So viele Male schon verschoben, immer wieder mal kurz aufgetaucht, immer mal wieder verschwunden. Jetzt ist es angeblich bestätigt worden und der Jordan Jumpman Jack Travis Scott soll uns doch tatsächlich am 13. November hoffentlich erwarten. Daumen sind gedrückt, Leute. Ich denke mal, das wird auch neben den 4 Jordan aus dem November mit einer der krassesten Releases sein, also wo ihr auch einen richtig geilen Sneaker am Fuß habt oder den halt gegebenenfalls auch gewinnbringend verkaufen könnt. Ihr wisst Bescheid, Travis Scott gleich, pst, ich habe euch das letzte schon erklärt, gehen die Preise nach oben. Toi, toi, toi. Am 13. für den Jumpman Jack. Wer sich noch keine Gedanken gemacht hat über einen eventuell coolen Herbst- oder auch Winter-Frühjahrs-Sneaker, der hat denn die Möglichkeit, am 16. November auf den Air Jordan 9 Olive zu gehen. Also mich erinnert immer diese 9er-Serie an einen coolen Herbst-Winterschuh. Und gerade mit diesem Colorway macht es das Ganze nicht besser. Ich werde komplett die Hände davon lassen. Aber wie gesagt, hier gibt es ja genügend Leute, die halt die ganze Air Jordan-Saga komplett feiern. Meine ist es überhaupt nicht. Wie gesagt, an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsserie von den ganzen Air Jordans ist. Hier denn die Möglichkeit, am 16. für 210 Euro sich den Air Jordan 9 Olive einzutüten. Und dann wird es nochmal richtig cool am 23. November und zwar der Air Jordan 3 Black Cement. Absolutes Vollbrett, brauchen wir nicht drüber zu reden. Mega kranker Schuh, 210 Euro kostet der Spaß und wird ein absolutes Vollbrett. Also für jeden Sneaker-Liebhaber da draußen ein Must-Have, muss ich schon fast sagen. Black Cement
nennt, Air Jordan 3. Mega brutal, just for personal, versucht nicht damit Geld zu machen. Absolut krasses, krasses, krasses Teil. Und am 30. November haben wir noch einen 1er Air Jordan Low, und zwar den Game Royale. Leute, sieht auch mega krass aus, erinnert mich so ein bisschen an das Fragment Blau vom Travis Scott. Für 140 Euro am 30. kann man machen. Wer so auf der Suche nach einem coolen Low-Top-Sneaker ist, mit ein bisschen blauem Colorway drin, der macht mit dem Game Royale definitiv nichts falsch. Also, good luck für jeden, der versucht, diesen Sneaker am 30. zu bekommen. Dann geht es weiter mit dem Dezember, und da warten auch noch ein paar kranke Air Jordans auf uns, unter anderem am 2. Dezember gleich der Air Jordan 12 Phantom. Ein Women's Exclusive, was ich bis dato gelesen habe. Ich will es mal nicht unbedingt wahrhaben, aber ich denke, es wird ein Women's Exclusive mal wieder sein. Anyway, ich besitze diesen Sneaker auch so ähnlich, muss ich mal sagen, denn ich habe ihn zweimal, einmal in schwarz und einmal in weiß als OVO-Variante. Und ich muss euch sagen, Leute, wenn der denn nochmal gedroppt wird, dann werde ich nochmal ein Vergleichsvideo dazu machen, und er sieht so echt fast 1:1 aus. Außer, dass da jetzt vielleicht nicht die Eule unter der Sohle ist oder die Eule in der Innensohle ist von Drake. Aber wie gesagt, wenn dieser Sneaker gedroppt wird, dann werde ich auch nochmal ein Vergleichsvideo machen. Und war für mich der schönste 12er, der je rausgekommen ist. Alleine mit diesem Cream-Weiß und dennoch dieses schöne Gold dazwischen sah 1A spitzenmäßig aus. 200 Euro kostet der Sneaker, und lassen wir uns überraschen, ob es beim Women's Exclusive bleibt. Und am selben Tag haben wir noch einen sehr fragwürdigen Sneaker, sage ich jetzt mal. Ich meine, Air Jordan 4 ist in aller Munde. Also die einen mögen ihn, die anderen hassen ihn, die anderen schwimmen mit dem Strom mit und sagen, yo, das ist der absolute Hype-Sneaker, und die anderen hassen ihn einfach, weil er ausgelutscht ist. Warum an der Stelle, Air Jordan, tut man sich denn noch so einen Sneaker an und bringt einen Air Jordan 4 Net White raus? Ja, ihr habt richtig gehört, das ist dieser Air Jordan mit einer komplett übernetzten Hülle, sage ich jetzt mal, und sieht auf jeden Fall für mich persönlich überhaupt nicht nice aus. Also gerne in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, ob ihr sowas anziehen würdet, alles in die Kommentare. Am 2. Dezember, wie gesagt, für 210 Euro ein Air Jordan 4 Net in komplett weiß gehaltenem Colorway. Überhaupt nicht meins. Am 7. Dezember gibt es dann auch nochmal was für mich, denn ein Air Jordan 5 wird gedroppt, und zwar der Black White. Clean, cooler Colorway. Wie gesagt, zu den 5ern sage ich euch jedes Mal, eine sehr gute Ausweichmöglichkeit zwischen den ganzen 3er Air Jordans und den 4er Air Jordans. Ist zwar ein bisschen klobiger am Fuß, aber ey, kommt auf jeden Fall auch sehr, sehr sexy. 210 Euro, ein 5er, wer noch keinen hat, könnte mit diesem Sneaker nicht viel falsch machen. Deswegen, good luck, falls jemand sich den tatsächlich eintüten möchte. Und wir wissen, dass es am 14. Dezember, wie jedes Jahr, immer eine Serie aus der ganzen Jordan-Reihe gibt. Und zwar, welcher ist das? Richtig, der 11er Jordan wird am 14. Dezember wieder gedroppt. Und zwar ist es dieses Mal der Legend Blue. Ich weiß gar nicht, wer es letztes Jahr war, ob es da der Brad war. Davor das Jahr war es, glaube ich, der Space Jam. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, jedes Jahr werden die immer wieder gedroppt. Dieses Mal ist es der Legend Blue. Und ja, wer also Bock auf diesen Sneaker hat, ich habe euch das jetzt schon zu dem Brad Velvet gesagt, irgendwie kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde den ziemlich nice. Wer also noch weiter einen coolen Jordan 11er haben möchte, macht mit diesem Legend Blue definitiv nichts falsch. Und dann, last but not least für dieses Jahr, I get those goosebumps every time. Richtig, der Air Jordan 1 Low Travis Scott Velvet Brown. Ein absolutes Must-Have, dieser Sneaker. Am 21.12. ist es denn soweit, und wir haben die Möglichkeit, einen der letzten Travis Scott Air Jordans für dieses Jahr einzutüten. Wenn die Sneakers-App uns natürlich nicht im Stich lässt und unsere ganzen Freunde uns nicht im Stich lassen, die sich dann hoffentlich überall für uns eintragen werden, dass wir diesen geilen Sneaker bekommen. Ich erinnere mich, vor 2 Jahren war es der Black Phantom. Den hätte ich echt absolut so gerne gehabt. Hat nicht geklappt, und jetzt gehen die Preise leider auch immer mehr nach oben, und deswegen wird es schwer, den noch zu bekommen. Vielleicht bekomme ich ja den, und dann würde ich den traden. Gerne in die Kommentare, ob ihr den verkauft, ob ihr den tragen wollt oder ob ihr den einfach nur zu den anderen Travis Scott stellen wollt, falls ihr die alle überhaupt eingetütet habt. Alles in die Kommentare, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch mit diesen ganzen Air Jordans. Schreibt mir in die Kommentare, welche davon interessant sind. Vergesst an der Stelle nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Und vergesst auch nicht, dem Video hier einen Daumen nach oben da zu lassen. Würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen. Doch bis dahin, Leute, stay tuned, bleibt am Fleek, passt auf euch auf, haut da rein, euer Baschkicks. Peace.